Hi Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Zahides. Und willkommen zu einem neuen Rauf im Kanal. Deutsches Pokalfinale. Der FC Bayern gegen den ersten FC Köln. Köln kann dieses Spiel gewinnen. Aber man weiß es doch nicht. Peter Schürrle trainiert ja die Kölner und sie sind im Finale des deutschen Pokals. Da muss man sich schon bemühen gegen die Bayern aus dem Süden. Vidal auf Ribéry, der nach diesem Spiel in Deutschland seine Karriere beendet, aber dann hat er noch ein Spiel und zwar das ist das Champions League Finale. Und jetzt, wenn man sich jetzt eine Verletzung zuzieht, es ist das Schlimmste für Frank Ribéry. Er zieht sich eine Verletzung zu. Nee, Mohr verliert dann schnell sein Tempo. Heute wollte ich das eigentlich so machen. Dann bringen wir heute Pace rein. Ribéry muss raus. Sein letztes Spiel verläuft so. Frank Ribéry, ob er das bestehen kann, weiß man nicht. Für nächste Saison ist diese Gesetze 11. Dann jetzt so. Frank Ribéry. Sein letztes Spiel. Hofft, dass er mit den Bayern dieses Spiel gewinnen kann. Und Ronaldo, die erste Riesenchance. Bitte kurz, falls das 1:0 für Köln. Komm mal. Müller. Ronaldo. Kommt nicht zum Schuss. Modest. Thiago. Vielleicht sein letztes Spiel nach dem Champions League Spiel. Ist es das? Nächst wichtigste und Ronaldo mit dem Tor. Es ist aber abseits. Das wäre das Tor zur Führung gewesen. Doch jetzt zählt es nicht. Ronaldo weiß nicht. Wieso? Das wird nach dem Spiel weiter diskutiert. Aber das Tor zählt einfach nicht. Clemens ist nicht ganz genau durch. David Alaba. Moin, wenn er den Ball kriegt, ist er der Schnellste. Ja, da kann er den nicht kriegen, Alaba. Ronaldo. Hätte jetzt schon sein viertes DFB-Pokaltor gemacht, aber es zählt einfach nicht. Und fast wieder die gleiche Szene. Ronaldo will wieder sowas machen. Schade, dass dieses Tor nicht zählte, denn das wäre schon das nächste schönste Tor von Cristiano Ronaldo, aber das Tor zählt nicht. Coman auch im Sprint, aber öfters kann er nicht ganz genau den Ball reinbringen und das ist nicht seine Stärke. Marco Höger, Leonardo Bittencourt. Vidal
Ronaldo schickt Coman. Matthias Lehmann klärt den Ball. Ronaldo. Alaba. Coman. Robin. Einwurf Bayern. Ronaldo kommt nicht hoch. Thiago. Ronaldo. Er will das Tor. Clemens abseits. David Alaba. Kekse Coman. Ronaldo. Lupfertor. 1:0 für die Bayern gegen den ersten FC Köln. Ronaldo schießt das Tor. Und wie er dieses Tor macht, das ist schon schön. Weil hier mit einem hochgechippten Bein macht er das Tor. Sein viertes deutsches Pokaltor. Coman. Marco Höger. Ronaldo! Die Chance für Cristiano Ronaldo! Nein, er nutzt sie nicht! Und Robin! Nein! Modest! Vidal! Halbzeit steht 1:0 für die Bayern. Es ist verdient, aber ob es dann auch am Ende der Partie verdient ist, das wissen wir jetzt noch nicht. Ronaldo Doppelpack 2:0 und jetzt haben die Bayern dieses Spiel auch schon fast entschieden. Doppelpack von Cristiano Ronaldo. Mit links macht er das Tor. Sein fünftes deutsches Pokaltor. Und Vidal ist für die Bayern gesetzt. Müller kann ich den Ball bei Christian Clemens. Coman. Muss bis zum Ende der Partie spielen. Am 2. Juni ist es endlich soweit. Es geht um die Krone Europas. Paris Saint-Germain gegen die Bayern. Und Robin.
Ronaldo Müller. Nicht mit dem Tor. Thiago. Boateng, Latte. Heinz. Komm on. Sörensen. Müller. Robben. Vidal. Ah, nicht so eine gute Chance. Jetzt dürfen wir ihn schon nicht auswechseln. Hey. So. Robben raus. Ronaldo raus für Werner. Horn. Vidal, Müller, Werner, Müller. Eckball. Thiago. Jerome Boateng. Müller. Hey Müller. Wumms. Boateng. Leonardo Bittencourt. Marco Höger, Hector, Höger, Boateng, Werner und Douglas Costa. Costa, Flanke, Horn. Ah, die warten auch. Das ist so. Die machen das. Also der Computer macht das auch hier mit Absicht, ne? Werner, fast mit dem Tor. In der Nationalmannschaft glänzt Werner gegen Belgien oder andere Vereine. In Bayern-Trikot glänzt er nicht so. Und Werner schießt nicht das Tor. Das ist immer das Problem. In der Nationalmannschaft macht er alles richtig. Hat er zurzeit in den Testspielen alles richtig gemacht. Aber wenn er mal gegen die besten Spieler von Europas antritt, ist es schwer. Leonardo Bittencourt.
Ja, moin, guck mal, was er macht. Er schickt den 5000 Meter weit weg. Und Werner. So, ich habe das so gemacht, weil dann kann ich eigentlich in die Mitte richtig gut spielen. Aber nein, Thiago bringt die Ecke auf Werner. Nochmal Ecke. Thiago, Jerome Boateng und Horn. Die Bayern sind deutsche Pokalmeister. Nach zwei Toren von Ronaldo gewinnen die Bayern dieses Spiel. Kapitän ist Müller und hebt den Pokal hoch. Und jetzt Müller zu den Fans. Deutscher Pokalmeister ist der FC Bayern. Würde aber Ribéry. Das heißt, seine Verletzung ist nicht schlimm. Bäh. So. Verletzung könnte Ribéry Karriere beenden. Ja, es hat seine Karriere schon so beendet. Die Verletzung hat Franck Ribérys Karriere beendet. Die schwere Verletzung von Franck Ribéry kam zu denkbar ungünstigen Zeitpunkt, da er nun möglicherweise seine letzte Vorzeit beenden muss. Es ist klar, ob sich der 35-Jährige noch einmal zurück in die Mannschaft kämpfen kann oder ob er sich entscheidet, seine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Eine Entscheidung wird in Kürze erwartet. Ronaldo braucht 3 Tore fürs Finale.
Ja, Ribéry's Karriere ist beendet. Ja, also das war's mit diesem Video vor dem Champions League Finale und ciao.